Yo, servus Leute. Reagieren auf UFO 361. Gehen auf Farid Bang. Kapital Bra. Kurdo. Und damit gehen wir rein. Pharaoh 47 Rolls Royce heißt der Song. Produced ist das Ganze bei Yoski. Official Video. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Ballert mir weitere Vorschläge immer in die Kommentare. So, gehen wir erstmal in die Infobox. Pharaoh 47 Rolls Royce. Mixed Mastering ist auch von Yoski. Videoproduktion ist von Lux Movie. Ich bin sehr drauf gespannt, weil ich weiß nicht, Rolls Royce, Leute. Da könnte man schon mit einem aggressiven Song rechnen. Ich denke jetzt nicht an einen deepen Song, wisst ihr? Deswegen wäre auf jeden Fall fresh, wenn wir Pharaoh aggressiv hören. Mit der Stimme, mit der Hustenbonbon-Stimme, wisst ihr? Das fehlt schon so ein bisschen. Wir gehen rein. Bruder, der Anfang hört sich wirklich deep an. Ich hätte niemals, wenn mir irgendjemand sagt, der Song heißt Rolls Royce. Was denkst du, in was es für eine Richtung einschlagen wird? Niemals hätte ich diepe Richtung gesagt. Kann sich aber noch ändern. Muss jetzt nichts heißen, so ein bisschen Piano am Anfang. Noch am Ballen mit den Jungs, wie der Tag ganz. Immer noch dieselben, wollten nur in die Charts rein. War zu schnell und das Bild wird fast live. Komm mit einem Sechszylinder. Okay, jetzt kommt er rein. Und es ist ein gechillter Einstieg von ihm. Der etwas gechillter ist. Ich glaube, dass der Song noch gut Druck aufbauen wird. Vor allem, wenn wir so in der Hook sind, ne? Jetzt ist ja gerade so Part-Einstieg. Ich glaube, der Song wird noch schön Druck aufbauen. Damals vor dem Bullenrennen im Tempo von Mbappé. Alles sagt mir groß, bin ich in der Buffy schon gut geht. Dieses vom Übergang von Rap auf Gesang, melodische. Das hat sich bei Pharaohs Stimme auch früher in den Songs, das hat er sehr gerne gemacht, so. Ich finde, das hat sich bei ihm gut angehört. Das hört sich jetzt gerade auch gut an. So, wenn er diesen Übergang macht mit dieser kratzigen Stimme. Ich sag euch ganz ehrlich, bin enttäuscht. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte jetzt, Rolls Royce, Pharaoh, du hörst so das Gaspedal bis zum geht nicht mehr, Kickdown, gib ihm. Auf einmal höre ich Rolls Royce. Also ich sage euch ganz ehrlich, die Parts gefallen mir. Jetzt gerade der erste Part, der ging klar, aber war jetzt auch nicht übermäßig krass für mich, aber dennoch ging es klar. Einstieg, zweiter Part geht auch klar, ne? Hook, bin ich euch ganz ehrlich, und da wird sich auch nichts bei meiner Meinung ändern. Komm, ich warte noch einmal, ich höre die Hook noch einmal. Komm. Also die Pre-Hook, diese Melodie, also die Melodie gefällt mir. Ich finde, das geht klar. Die Parts gingen auch voll klar und jetzt kommen wir zur wichtigsten Stelle in einem Song auch, zur Hook. Positive ist, dass wenn er wieder reinkommt, sagt er diesmal Rollin' Rolls Royce, so ein bisschen mehr Betonung, dann hört sich das nicht so genau gleich an wie davor. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich feier die Hook nicht. Ich fühle die Hook nicht. Ey, das ist ja das Schöne an Musik. Musik ist Geschmackssache. Der andere von ein oder andere von euch würde sagen, Bruder, ich feier genau die Hook. Aber ich weiß, wer Pharaoh ist so, ne? Was er für Songs gebracht hat, was er für eine Power hat. Und hier finde ich's so lala. Das ist auch irgendwie null negativ gemeint, ne? Er probiert sich aus, Digga. Er bringt mal den Sound, ne? Warum nicht? Ein Künstler muss vielseitig sein. Ey, macht er gut. Safe.
aber nur meinem Geschmack entspricht es jetzt gerade nicht, ne? Von daher, aber es ist gut, wenn man immer, man soll sich nicht immer gleich anhören. Wäre auch scheiße, wenn Ferro nur 30 Mal hintereinander aggressiv ballern würde, wisst ihr? So, deswegen, dadurch haben diese aggressiven Songs an Wert, wenn die so etwas seltener kommen. Okay, also ich denke mal, dass ihr meine Meinung zu dem Song jetzt kennt. Mehr muss ich nicht mehr dazu sagen. Könnt mir gerne eure reinschreiben. Das war's, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.